Hi Leute, in dem Video geht es heute ums Anderssein. Darum, das kannst du doch nicht machen. Ist dir das nicht peinlich? Okay, also ich bin hier gerade in Sri Lanka unterwegs und gerade hier ist mir besonders aufgefallen, weil hier ist man einfach immer anders so. Egal was du machst, du wirst immer von irgendjemandem komisch angeguckt, weil du einfach wegen dem kulturellen Unterschied allein schon irgendwelche Dinge anders machst und die Leute schauen dich hier ganz ungeniert an. Das ist nicht so wie bei uns in Deutschland, wo man so verschämt hingeschaut wird, sondern die Leute gaffen dich dann einfach 10 Minuten. Und darum soll es halt gehen, um dieses Anderssein. Also hier kannst du es wirklich eigentlich nicht vermeiden, dass du irgendwie anders bist. Aber gerade dadurch, finde ich, auf den Reisen gewinne ich dann so eine ganz andere Sichtweise auf dieses Dinge anders machen. So. Weil man hier eh immer angeschaut wird. So. Und dann ist es auch egal, was du machst. Und dadurch relativiert sich das Ganze so ein bisschen. Also, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Wenn du hier einfach mal, du wirst schon doof angeschaut, wenn du irgendwie dir Früchte irgendwo im Zug schneidest oder so, egal was. Also wie gesagt, man schneidet zum Beispiel einfach nur ein paar Früchte anders auf. Die Leute schauen einfach so interessiert, was du machst, auch allein dadurch, dass du schon anders ausschaust. Ich meine, das ist immer schon offensichtlich, wenn man im Ausland unterwegs ist. Und anderes Beispiel, auch wenn es nicht ums Essen geht, so Sachen wie zum Beispiel Barfußschuhe zu tragen. So, das war für mich auch eine Überwindung am Anfang so. Oder genauso diese Leguano, die schauen ja noch mehr so sockenmäßig aus und das ist ja dann schon was anderes, wo man sieht, mittlerweile gibt es ja auch Barfußschuhe, die dann anders ausschauen und so. Aber das sind also Dinge, wo man sich dann nicht traut. Oh, das ist ja peinlich, das zu machen. Oder dass man zum Beispiel irgendwie mit den Händen gewisse Sachen isst. So. Hier ist es zum Beispiel in der Kultur ganz normal, du isst mit den Händen so. Die Leute essen hier total oft mit den Händen. Und woanders essen sie halt mit Stäbchen so. Und gerade auf Reisen, finde ich, ja, kommt man da mal zu einer neuen Sichtweise und probiert mal Dinge ganz neu aus. Weil da ist es dann plötzlich völlig komisch und peinlich, wenn man irgendwas ganz normal macht, wie man es immer macht. So. Und eigentlich geht es mir immer darum, dass wenn dir sowas peinlich ist, dass du erkennst, dass solche Sachen immer nur im Äußeren, die Leute werden irgendwas an dir immer peinlich finden oder irgendwas wird immer an dir anders sein. Das kannst du gar nicht ändern. So. Und das ist einfach nur abhängig davon, wo du dich gerade begibst. So. In einer anderen Gesellschaft ist es eben völlig normal, sowas zu machen. So. Das ist genauso, wenn du ein Riese bist, so. Wenn du irgendwie 2 Meter groß bist und du kommst irgendwo in eine andere Gesellschaft und da ist plötzlich jeder irgendwie 2,10 Meter so, und dann bist du da plötzlich der Kleine. So. Alles ist immer nur relativ. Eigentlich geht es aber darum, dass du eine Festigkeit und Stabilität in was gewinnst. Dass dir Sachen nicht mehr peinlich sind. So. Dass du einfach offen dazu stehen kannst. Und meistens sind die Leute dann überhaupt nicht böse oder denken irgendwie schlecht über dich, sondern die finden es interessant und fragen dich auch mal so, hey, so, ey, was sind das für Barfußschuhe zum Beispiel, was hast du da an? So. Dann sagen sie, ach so, ja, klingt ja sinnvoll so. Und so kannst du auch irgendwie beginnen, einfach mal was zu verändern. So. Die Leute sehen das, sind interessiert, dann sagen sie, hey, ergibt doch Sinn, machen sie vielleicht auch. Und die sehen, hey, das machen andere so, irgendjemand muss immer mal der Erste sein. Aber der eigentliche Punkt, wie gesagt, ist die Stabilität da reinzubekommen. Wenn du stabil bist selber und um deinen eigenen Wert weißt, dann ist es egal, was andere sagen. Die ganze Welt kann sagen, das ist Schwachsinn, was du machst. Wenn du deinen eigenen Wert kennst und die Stabilität gewonnen hast, dann weißt du, was du machst, warum du es machst. Und dir braucht keiner Bestätigung geben, dir braucht keiner sagen, hey, das ist gut so, das ist schlecht so, das macht man so nicht. Oder irgendwas. Das ist wie zum Beispiel, wenn du als Adler unter Wölfen groß wirst. So. Die Wölfe, die lachen dann immer so, die Wolfskinder lachen dann immer den Adler aus. Oh, der kann nicht richtig rennen, der kann das nicht richtig. Und der Adler ist ganz traurig so. Und dabei verpasst er die Möglichkeit, dass er erstmal sieht, dass er fliegen kann. Und all solche Dinge, die kannst du nur entdecken, wenn du immer von dir selber ausgehst, wenn du um deinen eigenen Wert weißt. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Haare waschen. Dann sagen viele, oh, ist ja eklig, wenn du die Haare nicht mehr mit Shampoo oder so wäschst.
Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Schau dich das mal an. Ich verlinke es mal in der Infobox, wenn ich dran denke. Das sind alles solche Themen. Steht einfach dazu. So. Klar, wenn du irgendwelchen Müll in dich reinstopfst, dann riechst du einfach. Aber das ändert nichts daran. Du kannst deine Haare genauso anders waschen. Mit Wascherde oder mit reinem Wasser. Schaut einfach in das Video mal rein. Genau. Das sind alles so Beispiele. Haare waschen oder auch solche Dinge wie dann alles, was man sich so eingebürgert hat, wie Deo zu verwenden und irgendwelche anderen Hygieneartikel. Was gibt's noch? Deos, Rasieren. Rasieren ist eben so ein Thema. Bei Frauen ist es zum Beispiel dann auch ja, so ein Schamgefühl, hey, wenn ich mich nicht rasiere, das passt nicht in die Gesellschaft, so Gott oder wer auch immer. Du wurdest so erschaffen. Du bist auf diese Welt gekommen und bist so, okay? Unsere Kultur hat irgendwie angefangen, sich zu rasieren oder irgendwelche Dinge zu machen. Steh zu den Dingen, die du machst. Lass dir da keine Peinlichkeiten einreden. Und das kannst du eben, diese Stabilität kannst du etablieren durch Yoga, so durch Bewusstwerdung, durch gewisse Übungen. Gehe ich gleich noch drauf ein. Und was ich zum Beispiel auch mal witzig fand, jetzt so zu dem Thema Haare schneiden, da hat ein Yogi gesagt in so einem Video, so, als er gefragt wurde, warum haben alle Yogis einen Bart und lange Haare? Dann hat er gesagt, so, jeder hat einen Bart und lange Haare. Manche schneiden sich den halt ab. So, fragt die anderen Leute, warum sie sich den abschneiden. So. Und alles ist immer nur relativ. Und das kann man an solchen Beispielen halt so eindeutig einfach mal sehen. Lern zu deinem Wert zu stehen. Und diese Stabilität, wie gesagt, die kannst du bekommen durch Meditation. Dadurch, dass du diesen Wettkampfgedanken weglässt. Weil der Wettkampfgedanke ist einfach ein schlichtweg falscher und schlechter Gedanke. Und der ist so tief drinnen, dieser Glaubenssatz in unserer Kultur. Man denkt immer nur, immer wenn ich mich mit anderen vergleiche und wenn ich besser bin als jemand anderes, dann bin ich mehr so. Wenn man mal ein bisschen näher drüber nachdenkt, du bist immer nur gut, wenn du besser bist als jemand anderes. Das heißt, nur wenn du jemand anderen erniedrigst, fühlst du dich gut. Das ist einfach nur ein kranker Gedanke. Und es ist ein Gedanke, der dich unten hält. Weil wenn du jetzt zum Beispiel mit irgendjemandem wo entlang spazierst, dann läufst du immer nur einen Schritt schneller als der. Weil du dann denkst, oh, jetzt bin ich besser als der. Du vergleichst dich immer nur mit dem. Tja, aber wenn du irgendwie ein Adler bist, der da rumhopst auf seinen zwei Füßen und dann irgendwie entdeckt, dass er fliegen kann und das Ganze eben nicht entdeckt, weil du einfach immer nur auf den anderen schaust und einen Schritt schneller läufst. Dein ganzes Potenzial, dein ganzes Können geht verloren, weil du dich immer mit anderen vergleichst, weil dir Dinge peinlich sind, weil du nicht um deinen eigenen Wert und deine eigene Stabilität weißt. Und das ist eben das, wo es hingehen sollte. Du solltest dahin kommen, dass selbst wenn die ganze Welt sagt, hey, was machst du für einen Scheiß, das kann nicht richtig sein, du bist so doof, dass du selbst dann einfach standhaft sagen kannst, hey, ist halt so. Weil die Wahrheit oder eine Lüge wird nicht wahr dadurch, dass es 1000 Leute wiederholen. So. Nur weil dich die ganzen Wölfe auslachen, bei denen du als Adler groß geworden bist, heißt es nicht, dass du schlechter bist. So. Du musst auf dich schauen. Wenn du erkennst, was du kannst, wenn du dein Potenzial entfaltest, von deinem Punkt ausgehst und einfach schaust, das, was du machst, jeden Tag zu verbessern, dann kannst du unglaubliche Dinge erreichen. Aber das Vergleichen, das auf andere schauen, das hält dich wirklich runter. Und um dahin zu gehen, kannst du ganz einfache Techniken in den Alltag integrieren. Also ich finde immer die Meditation so von Thich Nhat Hanh ganz schön, die man einfach in den Alltag integrieren kann. Oder auch die Meditation von Sadhguru, die finde ich ganz schön. Die bringen viel Stabilität rein. Oder zum Beispiel auch der 30-Tage-Kurs, der Happy-Life-Kurs, den ich habe. Da nehme ich dich auch einfach an die Hand, dass du jeden Tag diese Stabilität reinbekommst, gerade morgens erstmal in deine Mitte kommst, zu dir kommst und jeden Tag so diese positiven Samen stärken kannst und bessern kannst. Dass du unabhängig stabil sein kannst und selbst zu den Dingen stehen kannst.
Und das wünsche ich dir und jedem so, dass du dich nicht mehr mit jemand anderem vergleichen musst. Dass du um deinen Wert selber weißt, dass du deinen Wert selber erkennen kannst, dass du selber erkennen kannst, wo du bist, wer du bist, was du bist. Und dass dir das kein anderer sagen muss, weil du das klar erkennst so. Braucht dir eben irgendjemand zu sagen, dass du zwei Hände hast? Nee, du kannst es sehen, du kannst es spüren, du kannst es fühlen. So. Das braucht dir kein anderer sagen. Und auch wenn dir 100 Leute sagen, hey, du hast keine Hände. Nein, du weißt, dass du Hände hast. So. Und dieses Bewusstsein zu entwickeln, darum geht's. Und das kann man eben, wenn man jeden Tag langsam diese guten Samen wässert und langsam ja, diese Stabilität gewinnt, jeden Tag Schritt für Schritt. Genau. Und ansonsten wünsche ich euch schöne Grüße. Alles Gute auf eurem Weg aus Sri Lanka. Ciao. Und um diese Andersartigkeit mal zu erkennen, könnt ihr einfach mal um das Video posten, damit ihr auch mal erkennen könnt, wie vielen Leuten es eigentlich so geht. Postet mal um das Video irgendwelche Sachen, wo euch eigentlich peinlich sind. Sowas wie Barfußschuhe zu tragen in der Öffentlichkeit, sowas wie die Haare nicht waschen, davon zu erzählen oder anders zu waschen oder nur Früchte zu essen, egal was so. Was ist euch da peinlich? Oder einfach mal Unmengen zu essen so. Egal was, was ist euch peinlich in der Öffentlichkeit? So. Postet's mal drunter, dann seht ihr mal, ey, es geht jedem so, es geht vielen so. Und das sind einfach nur Dinge, die von der Gesellschaft ja, so übernommen sind, dass irgendwelche Muster sind, die halt vorhanden sind. Aber die müssen nicht relevant sein. Lernt, um euren Wert zu wissen. Ansonsten macht's gut. Ciao. Okay, einen Punkt wollte ich noch anmerken. Und zwar, stellt euch mal vor, all solche Dinge, die euch normalerweise irgendwo peinlich sind, wenn du die machst. Einmal, wie wär's denn, wenn du diese Dinge mal alleine machst für dich und es ist keiner da? Wie würdest du dich dabei fühlen? Wäre dir das überhaupt peinlich so? Dir ist doch nur peinlich, weil jemand dabei zuschaut. So. Das ist einmal ein Punkt. Und das andere dabei ist eben auch, wenn man dann, sobald man mal zu zweit irgendwo ist oder in einer Gruppe, einfach mehr als zwei, dann fallen einem Dinge auch viel leichter. Das ist für dir vielleicht auch schon aufgefallen, so in der Gruppe, was weiß ich, irgendwelche Junggesellen abschieden. So, dann gehst du halt in der Gruppe, ziehst dir irgendein doofes T-Shirt an und läufst durch die Stadt oder so. Und du machst da Dinge, die würdest du dir allein niemals zutrauen in einer Gruppe. Und gerade wenn du jetzt am Anfang zum Beispiel noch nicht diese Stabilität hast, und es hat mir zum Beispiel auch unglaublich weitergeholfen, dass ich am Anfang zum Beispiel, was jetzt so dieses Ernährungsthema mit Rohkost angeht, dass ich auf irgendwelche Potlucks bin. Und dann hast du irgendwie mal gemerkt, ey, da gibt's welche, für die ist es völlig normal. Und wenn du dann mit solchen Leuten unterwegs bist, dann sagst du einfach so selbstverständlich so, hey, nee, ich will nur Gemüse, Obst essen, so. Und dann ist es schon eine ganz andere Dynamik. Und auch die Leute nehmen das schon ganz anders auf, wenn da zwei Leute sind. Oder wenn du als Pärchen unterwegs bist, egal wie. Einfach wenn du zu zweit, zu dritt unterwegs bist. Und dann sind da eben mehrere, die was anders machen. Und dann ist das Ganze schon mit einem viel mehr Interesse meistens bei den Leuten begleitet. So, die fragen dann mal nach, okay, wie macht ihr das dann? Dann ist da plötzlich nicht ein Verrückter, der da irgendwas macht, sondern das sind halt irgendwie, ja, da ist plötzlich so ein Wir und da sind mehrere, die das machen und dann wird den Dingen auch oft offener begegnet so. Und deswegen, wenn ihr am Anfang so diese Stabilität noch nicht habt, dann sucht euch da Zusammenhalt, geht zu Potlucks hin oder dann auch im Happy Life Kurs mit einem Rohkost-Buddy, den ich da habe, da könnt ihr auch dann euch immer schön austauschen und dann nimmt das Ganze gerade am Anfang, wie gesagt, wenn man noch nicht die Stabilität hat, eine ganz andere Dynamik an und ihr könnt Dinge viel besser umsetzen. Ja, weil ihr da nicht so alleine gelassen seid. Ja, und irgendwann entwickelt ihr dann sowieso die Stabilität, wenn ihr dann mehr meditiert oder mehr ja, zu euch kommt. Genau. Aber das war's noch, der letzte Einschub. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.